أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فأعتبرنا أنشفاسا إم إسلام القرآن ist das Buch Allahs. Sind die Worte Allahs in ihnen? In diesem Buch steckt so viel für unser Leben, in diesseits und im Jenseits. Viele Ermahnungen, viele Hinweise, viele Tipps, viele Warnungen, an die wir uns halten müssen, wenn wir erfolgreich werden wollen im Diesseits und im Jenseits. Eine dieser Ermahnungen, nein, es ist sogar eine Warnung, ist in einer gewaltigen Sura. Gewaltige Verse, die ich heute mit euch ansatzweise besprechen möchte. Die Verse, wenn man Koran liest überhaupt, so gibt es Leute, die lesen, und das ist auch gut. Egal wie viel du vom Koran liest, es ist gut. Du kriegst den Lohn Allahs. Mit jedem Buchstaben 10 Hasanat. Mit jedem Buchstaben 10 Hasanat. Und wenn du ihn noch verstehst, wenn du verstehst, was du liest, bekommst du noch mehr. Und wenn du praktizierst, was du verstehst, bekommst du noch mehr. Du brauchst ihn also nicht zu verstehen, um den Lohn zu bekommen. Allah hat seine Worte für alle Völker herabgesandt. Doch wenn du die hohen Stufen haben möchtest, wenn du zu den höchsten Stufen kommen möchtest, gelangen möchtest, in diesseits und im Jenseits, dann solltest du über den Koran nachdenken. Tadabburul Koran. Nicht nur lesen, nicht nur verstehen, sondern auch darüber nachdenken. Stehen bleiben, innehalten während des Lesens und darüber nachdenken. Was habe ich gerade gelesen? Gewaltige Verse. Geh nicht zu den nächsten Versen über. Bleib stehen. Denk darüber nach. Was will Allah von mir? Jeder Buchstabe ist an seinem Platz. Ist mit Weisheit an diesem Platz. Hat seine Bedeutung, warum er an diesem Platz ist. Er ist für dich herabgesandt. Deshalb bleib stehen. Innehalte. Denk darüber nach. Je mehr du darüber nachdenkst, desto mehr Bedeutungen wirst du feststellen. Mehr Reichtum in deinem Herzen, desto höher werden deine Stufe. Nicht nur im Iman, in deiner Religion. Nicht nur wird dein Glauben gestärkt, dein Iman auf die höchsten Stufe kommen, sondern bei Allah bist du auch viel besser dran. Als jemand, der nur einfach Koran durchlesen möchte. Hauptsache viel Koran lesen. Ob er ihn versteht oder nicht. Allah sagt subhanahu wa ta'ala: Ya ayyuhalladhina amanu, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah. Wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون الله sagt in der ungefähren Übersetzung: O ihr, die ihr glaubt, nicht ablenken
sollen euch euer Besitz und euer Vermögen vom Gedenken Allahs. Diejenigen, die dies tun, das sind die Verlierer. Und gebt aus von dem, womit wir euch versorgt haben, bevor zu einem von euch der Tod kommt. Und er dann sagt, mein Herr, würdest du mich doch nur eine kurze Frist zurückstellen, dann würde ich Almosen geben und zu den Rechtschaffenen gehören. Allah wird aber keine Seele zurückstellen, wenn ihre Frist kommt. Und Allah ist kundig dessen, was ihr tut. Das ist die Bedeutung. Das ist die Übersetzung. Das ist aber nicht, worüber wir nachdenken sollen. Wisst ihr überhaupt, wo diese Verse stehen? Sie stehen in einer Sura, die sich Al-Munafiqun nennt. Heuchler. Heuchler. Allah hat uns in der Sura, in der er über Heuchler spricht, uns gewarnt. Warum? Damit du nicht zu ihnen gehörst. Sei kein Heuchler, Bruder. Das ist eine Botschaft. Nimm diese Botschaft ernst. Sie ist für dich, für niemand anderen. Glaub nicht, dass der und der und der damit angesprochen ist. Du bist angesprochen. Auch wenn der Satan dir sagen wird, du bist besser als andere. Guck doch auf die. Guck doch auf jenen. Du betest, der nicht. Du machst keinen Sinn, er macht. Nein. Schau auf diejenigen, die über dir sind. In der Religion. Allah sagt, O ihr, die ihr glaubt, Ya ayyuhalladhina amanu, ist für dich, für den Mu'min, für den Gläubigen, für denjenigen, der sich Muslim nennt, eine Botschaft, eine Warnung. La tulhikum amwalukum, wa la awladukum. Lass dich nicht ablenken. Pass auf, dass sich irgendjemand ablenkt, von Allahs Weg wegbringt. Wer soll mich wegbringen, ja Rabbi? Amwalukum wa awladukum. Dein Besitz und deine Kinder. Wovon? Vom Gedenken Allahs. Nicht ablenken dürfen dich dein Besitz. Geld. Geld beherrscht die Welt, so sagen die Menschen das. Nein. Dich nicht. Lass dich nicht vom Geld beherrschen. Lass dich von Allah beherrschen. Lass dich nicht ablenken. Und die größte Ablenkung ist das Geld. Lass dich nicht vom Besitz und von deinen Kindern ablenken. Vom Gedenken Allahs. Im Tafsir sagt Al-Dhahhak, im Tafsir Gelehrte sagt, vom Gedenken Allahs sind die fünf täglichen Gebete. Lass dich nicht von deinen Gebeten ablenken. Bruder, warum betest du nicht? Ich muss arbeiten. Warum kommst du nicht zu Jumma? Ich muss arbeiten. Geld! Warum kommst du nicht in die Moschee? Ich muss arbeiten. Alles Geld, dreht sich um Geld. Und auch nicht von deinen Kindern, von den Gebeten. Und dann, und wenn ich das tue, dann gibt dir Allah die Antwort. Und wer das tut, das sind die Verlierer. Obwohl er Muslim ist und Allah erkannt hat und seinem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gefolgt ist, gehört er zu den Verlierern. Der Verlierer überhaupt. Du bist Muslim und gehst trotzdem nach Jahannam? Was für ein Verlust. Du hast doch den Weg vor dir gehabt. Und gehst trotzdem kurz vor dem Ziel. Lässt du dich ablenken? Es ist damit zu vergleichen,
dass ein Sprinter in einem Wettbewerb läuft, in einem Wettbewerb, er läuft und läuft und läuft. Und kurz vor dem Ziel sieht er seine Frau und seine Kinder. Und sie sprechen ihn an. Und er bleibt stehen. Unterhält sich mit ihnen. Und die Leute laufen ans Ziel, laufen ins Ziel. Und er bleibt stehen. Lauf ins Ziel. Lauf zum Paradies. Lass dich nicht ablenken. Du kannst dich später mit ihnen unterhalten. Du kannst dich später von ihnen ablenken lassen. Im Paradies. Lass dich nicht vom Gedenken Allahs abbringen, von wem auch immer. Sonst gehörst du zu den Verlierern. Und eine gefährliche Wahrheit ist, dass viele von uns sich ablenken lassen. Die lassen sich ablenken. Und das Schlimmste, was überhaupt einem passieren kann, ist, wenn er Allah ein Versprechen gibt. Er gibt Allah ein Versprechen. Wie einige von uns, die sagen, ja Rabbi, oh mein Herr, mir geht es schlecht. Ja Rabbi, gib mir Geld. Gib mir Reichtum, damit ich spende. Ja Rabbi, ich habe keine Frau. Gib mir eine Frau, ja Rabbi. Ja Rabbi, ich bin verheiratet, aber habe keine Kinder. Ja Rabbi, gib mir Kinder. Und Allah gibt. Allah gibt, wem er möchte. Wenn es gut für ihn ist. Und das Schlimmste und der größte Vers, der mir und euch auch Angst machen sollte, ist in Surat At-Tawbah. Allah berichtet über die Munafiqin, über die Heuchler. Er sagte, وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهِ. Und unter ihnen gibt es welche, die Allah ein Versprechen gegeben haben. Ja Rabbi, ich verspreche dir. لَإِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ. Wenn er uns von seiner Huld, von seinen Gaben gibt, dann werden wir ganz gewiss spenden. Ja Rabbi, wenn du mir gibst, gebe ich den Leuten und hilf ihnen. Und nicht nur das, ich werde noch zu den Rechtschaffenen zählen. Ich werde beten und fasten, ich habe genug Geld. Ich habe viel Freizeit, ich kann viel tun. Ich kann den Muslimen helfen. Dann sagt Allah, فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ. Als er ihnen von seiner Huld gab, Allah bricht nicht sein Versprechen. Wir tun es. Als er ihnen von seiner Huld gab, von seinen Gaben, تَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ, wandten sie sich ab, kehrten den Rücken, als ob sie Allah nicht kennen, als ob sie noch nie diese Dua gesprochen haben, nie dieses Versprechen abgegeben haben. Wisst ihr, was Allah denen dann gegeben hat? Allah sagt, فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ. So gab Allah ihnen Heuchelei in ihre Herzen. Nifaq. Heuchelei. إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَ. Bis zum Tag der Auferstehung, an dem sie ihn treffen. Von Dunya bis Akhira hat er Nifaq. بِمَا أَخْلَفُ اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ. Weil sie ihr Versprechen mit Allah gebrochen haben. وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. Und weil sie Allah angelogen haben. Pass auf, dass du nicht zu ihnen gehörst. Ja Rabbi, gib mir. Allah gibt. Was machst du damit? Wo ist dein Geld, was Allah dir gegeben hat? Wo sind deine Kinder,
die Allah dir gegeben hat? Wo ist deine Frau, die Allah dir gegeben hat? Hast du dich von ihnen ablenken lassen? Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns alle davor bewahren. Amen. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulih. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Werte Brüder und Schwestern im Islam. Allah gibt uns dann die Lösung. In derselben Sura, den folgenden Ayat, sagt er: وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ. Und spendet von dem, was wir euch gegeben haben, womit wir euch versorgt haben. Es kommt von Allah. Vergiss das nicht. Vergiss nicht, dass alles, was du hast, von Allah kommt. Du wirst nichts mitnehmen. Deine Kinder wirst du hinterlassen, wenn du ins Loch getan bist. Wenn du in deine Grube, in dein Grab gelegt wirst, wirst du nichts mitnehmen. Nichts von dem, die der Grund waren für deine schwere Abrechnung. Allah sagt, und spende von dem, womit wir euch versorgt haben. Bevor der Moment kommt, bevor der Tod zu einem von euch kommt. Spende, bevor der Tod kommt. Tu Rechtschaffenes, gute Taten, bevor der Tod zu dir kommt. من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول so wird der Mensch sprechen ربي O mein Herr wenn der Tod kommt spricht dieser Mensch ربي O mein Herr jetzt kennst du Allah hättest du mir nur mehr Zeit gegeben dann hätte ich viel gespendet im Tafsir heißt es hätte ich viel gespendet, dann hätte ich mein Zakat gegeben. Dieser Mensch hat sehr viel Geld angesammelt. Geld, Besitz, Vermögen, Autos, Häuser, Frauen. Gehört alles ihm. Hat Allahs Rechte nicht erkannt, bis der Tod kam. Dann sagt er zu Allah, Ja Rabbi, hättest du mir nur mehr Zeit gegeben, dann hätte ich viel gespendet. Ich hätte meine Geschwister unterstützt. Und ich wäre einer der rechtschaffenen Menschen gewesen. Im Tafsir heißt es, rechtschaffen bedeutet, ich hätte die Hajj gemacht. Rabbi, hättest du mir nur Zeit gegeben, ich hätte meinen Zakat gegeben und meine Hajj vollzogen. Doch Allah gibt uns sein Gesetz, seine Bestimmung, seine Regeln. Er sagt, وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا Allah wird keine Seele zurückstellen, wenn ihre Frist gekommen ist. Und Allah ist kundig dessen, was ihr tut. Allah weiß ganz genau, was du getan hättest. Hätte er dir auch noch mehr Zeit gegeben. Allah gibt niemandem mehr Zeit. Wenn die Frist gekommen ist, kriegst du keinen Atemzug mehr. Deine Atemzüge sind gezählt. Deine Herzklopfen sind gezählt. Du bekommst nicht einen mehr. Das ist sein Gesetz. Das ist seine Warnung. Die Frage ist nur, was wir damit machen. Die Frage ist nur, nachdem wir das hören, welche Taten dann von uns kommen. Wenn wir auch sagen, oh Allah, hättest du uns nur mal Zeit gegeben, wir wären in die Moschee gekommen.
Wir hätten uns für dich eingesetzt. Oder sagst du, ich habe keine Zeit gehabt, ja Rabbi. Ich hatte kein Geld, ja Rabbi. Ich hatte keine Zeit, aber für Einkaufen schon. Ich hatte keine Zeit für die Moschee, für meine Gebete, aber für Fernsehen hatte ich, und für PlayStation und andere Ablenkungen hatte ich Zeit. Allah wird dir nicht mehr Zeit geben, als du bekommen hast. Das ist deine Chance. Nutze sie. Es ist nur eine Prüfung. Diese Dunya ist nur eine Prüfung. Und Allah hat uns zwei dieser Prüfungen genannt. Und das ist das Geld, der Besitz und die Kinder. Die Kinder, sie können ein Glücksfall für dich sein oder ein Unglücksfall. Es gibt Leute, denen Allah Kinder gegeben hat. Und sie haben lange keine Kinder bekommen. Und sie sind danach so glücklich, dass Allah ihnen gegeben hat. So die Frage ist, wie geht es dir nach diesem Kind? Wie ist dein Zustand nach diesem Kind? Wie ist dein Zustand nach der Heirat? Wie ist dein Zustand nach deiner Arbeit, die du bekommen hast? Ein Festvertrag, was viele von uns wünschen. Wie ist dann dein Zustand? Vorher war er in der Moschee und hat Koran gelesen. Ja Rabbi, gib mir eine Frau, gib mir Kinder, gib mir Reichtum. Und danach hat er Allah vergessen. Als ob er dieses Versprechen nicht abgegeben hat. Sei gewarnt, verehrter Bruder. Diese Sura, Al-Munafiqun, ist für dich. Sie ist an dich, an niemand anderen. Nutze deine Zeit. Mach gute Werke, bevor der Tod kommt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu besseren Muslimen machen. Möge Allah uns seine Versprechen, die wir ihm gegeben haben, einhalten. Möge Allah uns nicht ablenken lassen von dieser Dunya, von den Kindern, vom Besitz und von den Frauen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala die Lage der Muslime verbessern. Möge er uns Kraft geben, noch mehr uns für ihn einzusetzen, mehr in die Moschee zu kommen, mehr zu spenden, mehr seine Religion zu praktizieren. Amen. يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح.